Pop kommt bei der Popcom. Aber nicht nur der. Auf der internationalen Musikmesse geht es seit heute wieder um die Trends und Neuheiten in allen Bereichen der Musik- und Unterhaltungsbranche. Natürlich versuchen die Manager der Plattenkonzerne dabei auch, sich in Zeiten von Raubkopien und Tauschbörsen wieder mal Mut für die Zukunft zu machen. Aber die Popcom ist längst nicht mehr nur eine Messe, sondern ein stadtweites Musikspektakel in Berlin. Ein Festival mit mehr als 400 Bands aus aller Welt. Tagsüber gehört die Popcom den Fachbesuchern auf der Messe. Nachts findet sie in den Berliner Clubs statt. 450 Bands vom Kammerorchester bis zur Punkband, von den Indie-Rockern bis zum Techno-DJ. Und das in 4 Tagen. Die Messe selbst werden wohl die wenigsten besuchen, auch nicht die Künstler. Aber sie kommen gern nach Berlin. Es ist für uns eine großartige Möglichkeit, neue Hörer zu finden, vor einer Menge zu spielen, vor der wir normalerweise nicht spielen. Und für uns als Band ist es ja auch toll, aus unserem eigenen Land mal rauszukommen. Die Festivalbesucher haben die Qual der Wahl. Lampshade aus Schweden oder die dänische Festivalnacht oder was aus Luxemburg oder vielleicht eine Band aus Australien oder was Deutsches. Die Popcom ist einfach eine der wichtigsten Musikmessen der Welt. Insofern bringt es auf jeden Fall was, hier zu sein. Gerade auch für deutsche Künstler in diesem Jahr mit dem Gastland Deutschland auf der Popcom hat man natürlich viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren und das Ganze eben von einem wirklich internationalen Publikum, was so sonst vielleicht nicht in Berlin wäre. Viele hier wie Lucia Burana aus Berlin hoffen auf den Durchbruch, wollen aber auch hören, was die Kollegen so treiben. Das Reizvolle ist schon, dass irgendwie die Stadt natürlich jetzt kocht mit Bands, obwohl ja in Berlin sowieso eigentlich schon viel los ist. Und man kann eigentlich gar nicht alles sehen, was man gerne sehen würde. 4 Tage Popcom. Ein buntes, aber auch anstrengendes Programm für die meisten. Vom Rockmusiker bis zum klassischen Nachwuchstalent.